Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX bzw. EdgeTX Weekly. Und diesmal geht es wie so oft um die Schaltmodule bzw. um die Schaltmodul-Widgets, die dafür existieren, und eine bestimmte Frage dazu. Ja, es kam die Frage auf bei den Schaltmodulen, also bei der Hardware. Da muss ich jetzt mich gerade mal entschuldigen, dass ich euch das nicht als Hardware zeigen kann. Ich kann es jetzt nur beschreiben. Schaltmodule. Ich habe ja die RC Multiswitch D Schaltmodule. Die haben eine Ausgangsschaltfähigkeit von etwa 500 mA pro Ausgang und bei 8 Ausgängen. Und insgesamt 2 Ampere pro Modul. Das reicht für viele Fälle, aber eben nicht für alle Fälle. Und da kam jetzt des Öfteren die Frage, ja, wie mache ich das denn, wenn ich Schaltvorgänge habe, die mehr als diese 500 Milliampere benötigen? Ja, es gibt also Wasserpumpen beispielsweise für Löschmonitore, wenn das aber Autowasserpumpen sind. Also Wasserpumpen aus dem Automobilbereich, meine ich, die ziehen dann locker mal 3, 4 Ampere und das geht dann natürlich mit solchen einfachen Schaltmodulen nicht. Und da rate ich eigentlich immer dann dazu, nehmt doch einfach einen normalen Fahrtensteller dafür, Vulgo Fahrtenregler, aber ihr wisst, was ich meine. Ich sage ja Steller aus bestimmten Gründen. Ja, und dann ist die Frage, ja, kann ich denn diesen Steller auch mit der Software für die Schaltmodule bedienen, also das, was ihr hier seht. Und dann, ja, muss ich sagen, okay, da gibt es ein Hidden Feature in der Software, was ein kleines oder ein klein wenig ein Schattendasein führt. Das ist die Möglichkeit, ja, wie soll man sagen, die Schaltfunktionen, die man hier sieht, zu exportieren, habe ich das mal genannt in der Software. Ja, was meine ich damit mit exportieren? Nun, normalerweise, wenn ich hier also schalte, die beiden Funktionen, ich habe das jetzt bewusst mal einfach nur mit zwei Funktionen gemacht. Die eine Funktion hat den Schalter SA zugeordnet, die andere hat gar keinen Schalter zugeordnet. Deswegen machen wir das gerade mal hier in Fullscreen und ich kann also die erste Funktion hier mit dem Schalter SA schalten, das ist ganz klar, das sieht man dann hier. Wenn ich den Schalter SA betätige, sieht man, wie unten dann das hin und her springt. Das ist natürlich nur ein Drei-Positionen-Schalter. Die vierte Position kann ich nur dann erreichen, wenn ich hier über den Touchscreen das entsprechend selektiere. Und wie gesagt, die zweite Funktion kann ich eben nur über Touchscreen erreichen. Okay, also das schaltet dann irgendetwas bei dem digitalen Schaltmodul. Das ist bekannt, das muss ich euch nicht weiter zeigen. So, was ist jetzt das Export? Nun, mit dem Export ist gemeint, dass hier so eine Schaltfunktion dann bestimmte Werte beispielsweise an einem Kanal produziert. Und wenn das der Fall ist, dann könnte man ja an den Kanal 5 oder auch an irgendeinen anderen Kanal, könnte man eben einen Fadensteller anschließen und dieser Fadensteller könnte dann auch zum Beispiel eine größere Last schalten. Also das ist dann gewissermaßen unabhängig von den Schaltmodulen, aber man hat es also zusammen mit den anderen Schaltfunktionen in einem einzigen Menü. Natürlich könnte man auch einen Hardware-Schalter benutzen wie hier, aber die meisten Hardware-Schalter sind ja vielleicht schon benutzt, beziehungsweise man möchte das eben hier über das Touch-Menü dann auch schalten. Ja, wie machen wir das? Nun, das ist im Grunde genommen ganz einfach, alles vorbereitet seit langer Zeit. Wer mich danach fragt, dem muss ich das immer erklären. Deswegen drehe ich jetzt dieses Video, damit ich das nur einmal zeigen muss. Dazu schauen wir mal in die Konfigurationsdateien. Nein, machen wir nicht, sondern wir gucken uns nochmal die Modellkonfiguration an. Und da kann ich nochmal erklären, wie die Konfigurationsdateien gesucht werden. Also, wir haben hier ein Modell mit dem Namen Export und was ja schon bekannt sein dürfte, ist, der Suchmechanismus ist dann so, dass eine Konfigurationsdatei namens export.lua gesucht wird und die Konfigurationsdateien und alle anderen Dateien liegen in dem Verzeichnis Edge Lua.
und Unterverzeichnissen der SD-Karte. Gucken wir da mal rein bei Edge Lua. Da haben wir dann hier die zwei wichtigen Verzeichnisse, Models und Radio. Das ist ein bisschen aufgeteilt. Es gibt also modellspezifische Sachen, die also sozusagen zu den Eigenschaften des Modells gehören. Und dann gibt es eben bestimmte Sachen, die sozusagen zu den Eigenschaften des Senders gehört. Deswegen habe ich das nochmal aufgeteilt. Also gucken wir erstmal in Models. In Models wird also jetzt eine Datei gesucht namens export.lua. Da ist sie auch schon. Hier. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Das ist also eine ganz normale Definitionsdatei für die Schaltfunktionen. Nichts Besonderes dran. Wir haben also hier eine Schaltfunktion, die heißt M1A. Die hat den Schalter SA auch zugeordnet, das ist die Funktion 1 in dem Modul 1, ganz normal. Und dann haben wir hier M2A, das ist die Funktion 1 im zweiten Modul. Also habe ich das jetzt einfach mal gemacht und die hat eben keinen Schalter zugeordnet. Jetzt steht hier aber ein zusätzliches Attribut in dieser Tabelle, das heißt Export. Export gleich 1 für die erste Schaltfunktion, Export gleich 3 für die zweite Schaltfunktion. Was bedeutet das? Nun, diese Angabe legt fest, welche Ausgangswerte den Schaltzuständen zugeordnet werden sollen. Was bedeutet das? Nun, wenn ich hier diese verschiedenen Zustände selektiere, also die Zustände aus, ein, Blink 1, Blink 2, dann sollen bestimmte Werte hier an dem Ausgang Kanal 5 erscheinen. Und dazu gibt es einfach eine Tabelle, eine Lookup-Tabelle, nennt man das üblicherweise. Also dem Zustand 1 oder aus wird ein bestimmter Wert zugeordnet, dem Zustand ein. Das ist der zweite Zustand, wird ein Wert zugeordnet und so weiter. Genau, so, dann holen wir nochmal den Editor. So, und man kann beliebig viele Tabellen haben, was für einen Ausgangswert, welchem Zustandswert der Schaltfunktion zugeordnet werden kann und welche Tabelle dafür benutzt wird, das legt man hier mit fest. Export gleich 1 und Export gleich 3. Also die erste oder die dritte Tabelle. Ja, gut, wo finden wir diese Tabelle? Ja, die sind jetzt in der Radio-Konfiguration, also nochmal raus aus dieser Datei. Und wir gehen jetzt hier in Radio hinein. Und ja, wenn es da eben keine Datei gibt, die so heißt wie das Modell, also export.lua, dann beginnt der Suchmechanismus und sucht eine Datei namens large.lua oder medium.lua oder tiny.lua, je nachdem, auf welchem Sender wir sind. Wir sind jetzt auf der RadioMaster TX16S. Das ist ein großer Sender, also mit dem großen Farbdisplay, deswegen hier large.lua. Ja, da sind die ganzen Einstellungen für die Schaltmodule. Ja, das hier zum Beispiel die Einstellungen für die Navigation in den Menüs, wenn man keinen Touchscreen hat, also beispielsweise für OpenTX statt XTX, dann hier die Backends, also das normale Backend über das Bussystem, entweder S-Bus, iBus oder ZoomD funktionieren die Schaltmodule dann. Oder man könnte auch das S-Board-Backend benutzen, dann geht es über die Telemetrie und es hat aber bestimmte Probleme wieder, dass es nur für S-Board funktioniert, für iBus, Telemetriebus und auch für Graupner Telemetriebus geht es dann eben nicht. Dann haben wir das TipTip-Backend, also für Schaltmodule, die nach diesem TipTip-Verfahren funktionieren. Und dann gibt es noch ein anderes Backend für die Soll-Expert-Schaltmodule. Und man könnte hier beliebige andere Backends noch hinzufügen. Interessiert uns alles gar nicht, sondern wir gucken hier unter Export. Und hier sind die Tabellen Values. Ja, Tabelle 1 ist hier, Tabelle 2, Tabelle 3, Tabelle 4, Tabelle 5. So, da kann man sich jetzt eine aussuchen. Die sollte natürlich in der Anzahl der Elemente auch den Schaltfunktionen entsprechen. Wir hatten eben in dem Beispiel hatten wir Tabelle 1 und Tabelle 3. Das wären diese beiden. Also dem
Schaltzustand 1 wird der Wert 0 zugeordnet, dem Schaltzustand 2 wird der Wert minus 50 zugeordnet und so weiter, dann 50 und 100 und hier unten entsprechend. Also das ist ganz einfach. Den Schaltzuständen werden einfach Ausgangswerte in Prozent zugeordnet. So müsste das also jetzt funktionieren und das wollen wir mal einrichten. Da ist ja natürlich noch nichts eingerichtet dafür, dass das an den Kanälen, Ausgangskanälen hier erscheint. Und das ist aber auch relativ simpel. Das ist recht gut vorbereitet hier. Man installiert ein Lua-Skript, also man geht hier auf das Lua-Icon drauf. Und gut, das SGVAR-Skript, das ist ja nötig für die Schaltmodule, um ja die digitalen Schaltmodule anzusteuern. Und jetzt brauchen wir ein neues Skript, das nennt sich VMAP. Was ist das hier unten? Ja, dem braucht man keinen Namen zu geben, aber man sieht zumindest schon mal, dass hier Werte erscheinen. Und eigentlich müsste sich jetzt hier auch schon was tun, wenn ich beispielsweise die erste Schaltfunktion bediene. Das kann ich über den Schalter SA machen, denn SA war der ersten Schaltfunktion, wenn ihr euch erinnert, zugeordnet. Die zweite Schaltfunktion ließ sich nur über Touchscreen erreichen, aber hier kann ich schon mal schalten und dann sieht man, dass hier der erste Wert sich auch ändert. Und das ist jetzt hier nicht Prozent, sondern das sind die tatsächlichen Ausgangswerte. Die Ausgangswerte gehen ja von minus 1024 bis plus 1024. Und dann sieht man das hier entsprechend, was da passiert. So wie in der Tabelle in Prozent festgelegt. Ja, und jetzt muss man nur noch diese Werte an einen Mischer geben. Und wir haben gesagt, die erste Schaltfunktion wollten wir an Kanal 5 exportieren. Dann richten wir hier einen Mischer für Kanal 5 ein und nehmen dann den Ausgang von dem Skript. Der erscheint nämlich jetzt hier für diese Schaltfunktion. Und jetzt, ach so, jetzt habe ich das doppelt gemoppelt gemalt. Jetzt gucken wir nochmal hier auf Kanal 5. Wenn ich jetzt den Schalter SA für die erste Schaltfunktion bediene, dann müsste sich da auch was tun. Der schaltet immer zwischen minus 50 und plus 50% da hin und her. Gut, dann machen wir das Gleiche für die nächste Schaltfunktion. Das war die zweite Schaltfunktion. Ach Quatsch, ich muss einen neuen Mischer. Doch, habe ich ja. Sorry, eine neue Mischerzeile für Kanal 6 wollte ich jetzt einrichten. Für die zweite Schaltfunktion, die man dann nur über Touchscreen bedienen kann, da nehmen wir dann. Ich habe es jetzt gerade vergessen, welche Schaltfunktion das war. Die war im zweiten Modul, genau. Im zweiten Modul, deswegen müssen wir hier Mod 2 nehmen für das zweite Schaltmodul. Das müsste jetzt passen. Das steht jetzt hier auf minus 25%. Das könnte hinkommen. Wir sehen das gleich, wenn wir das mal bedienen. Aber da jetzt kein Schalter zugeordnet ist, muss ich erstmal in das Widget wechseln. Wir gucken mal hier auf Kanal 6. Okay, ich mache mal aus. Also erstmal Fullscreen. Dann schalte ich das über das Touchscreen mal aus. Dann geht es auf minus 100%. Das ist der Zustand 1. Ich glaube, das war so festgelegt. Gucken wir noch mal rein. Der Zustand 1 steht hier auf minus 75%. Habe ich das hier falsch abgelesen? Ja, ich habe es falsch abgelesen. Das springt hier auf minus 75%. Das entspricht dem Wert für den Zustand 1 in der Tabelle. Der Zustand 2 wäre minus 25%. Das ist der Zustand 2, der ist hier. Stimmt auch, minus 25%. Zustand 3 ist plus 25%, stimmt auch. Und der vierte Zustand ist dann 75%. Selektieren wir den auch nochmal. 75% an Kanal 6. Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, man
schaltet an den oder schließt an den Kanal 6 nun einen übrig gebliebenen Fahrtensteller an, kann man damit dann eben auch die Pumpe ein- oder ausschalten. Das Schöne ist natürlich jetzt, dass man beispielsweise auch hier an Kanal 6 mit dem Mischer alles Mögliche veranstalten kann. Also beispielsweise, wenn die Pumpe jetzt hier nicht gleich auf volle Leistung gehen soll, dann kann man natürlich auch hier eine Verzögerung einstellen, dass die innerhalb von 2 Sekunden hochläuft und auch nicht abrupt abgeschaltet wird. Machen wir da mal 1 Sekunde zum Runterfahren. Und da müssen wir mal gucken, ob man das jetzt auch tatsächlich hier so feststellen kann. Wenn ich jetzt auf 0 gehe bei der Schaltfunktion, dann geht es langsam dort runter. Und wenn ich eben hier auf Blink 2 gehe, was an dem positiven Wert entsprach, dann sieht man, dass das also langsam jetzt auch hier hochgefahren wird. Das ist vielleicht für einen starken Pumpenmotor auch ganz angenehm, wenn das so passiert. Also das kann man miteinander kombinieren. Dank OpenTX alles frei kombinierbar. Da kann man sich jetzt also beliebig austoben. Ja, okay, das war das Export-Feature von den Schaltmodulen. Ist schon urlange drin, hat wahrscheinlich niemand gewusst, aber auf die verschiedenen Nachfragen hin sah ich mich jetzt dazu gezwungen, dazu mal ein Video zu machen. Leider ohne Hardware, tut mir leid, aber das geht im Moment nicht. Okay, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.